Guten Morgen, Freunde der Nacht. Es ist echt noch Nacht quasi. Es ist 5.29 Uhr. Ich glaube, 5.38 Uhr geht die Sonne auf und man sieht auch schon einen schönen Himmel. Und ja, wir sind so bekloppt gewesen, aufzustehen, um uns jetzt diesen Sonnenuntergang im Grand Canyon anzuschauen. Meine lieben Freunde des Tages. Die Sonne ist jetzt schon etwas länger aufgegangen. Wir haben jetzt, ich glaube, 8:30 oder sowas. Wir haben noch mal einfach bis 8 Uhr im Wohnmobil geschlafen. Ich meine, wenn man schon ein fahrendes Haus hat, warum sollte man sich da nicht auch noch mal hinlegen? Haben wir jetzt gemacht. Jetzt sind wir alle ein bisschen fitter und dann gehen wir gleich was frühstücken. Und zwar da, wo wir gestern frühstücken waren, falls das jetzt alles klappt. Weil es da einfach echt lecker war. Back at it again. Oh, es geht schon voll gut. Das muss man hier wieder ausfüllen, was man essen möchte. So sieht das dann aus. Oben schreibt man den Namen hin und dann kreuzt man, was man möchte. Und dann gibt man es ab und dann wird man später mit seinem Namen gerufen. Also wir sind jetzt gerade vom Frühstück zurück und ich habe vergessen, euch das Frühstück zu zeigen. Das sah echt geil aus, aber ich sehe das gleich wie gestern gewesen. Also egal. Und heute fahren wir nach Palm Springs. Also sozusagen Durchfahrt nach L.A., aber das wäre einfach viel zu lang. Nach Palm Springs alleine fahren wir schon so richtig lang, so irgendwie 6,5 Stunden. Und wenn man noch eine Pause macht, dauert es halt voll lang. Und das ist ja mitten in der Wüste, das heißt, es wird auch ziemlich heiß wieder. Ja, aber jetzt haben wir mal ein bisschen weiter Musik. Wir sind jetzt auf der Route 66. Jetzt nicht mehr? Doch, das ist auch noch die Route 66, ja. Zwar nicht aus als die anderen, anders aus als die anderen Straßen, aber wir sind auf der Route 66. Ah, ist das schön. Jetzt die kleine Westernstadt, würde ich sagen. Oatman heißt die, in Arizona, an der Route 66. Weil wir was zum Mittag essen möchten. Und das ist echt verrückt, guckt euch das mal an. Das ist die Post. Oh nein, wie süß. Der Kapitän davor. Steht einfach so zwei Esel rum. Ist auch uns eben schon einmal über die Straße gelaufen. Ja, die scheinen ja ganz entspannt zu sein, ne? Ja gut. Gut, dass sie es nochmal hinschreiben. Damit wir auch alle Bescheid wissen, dass wir das nicht anfassen. Oh, ich finde diese Kakteen so cool. Die sehen so schön aus irgendwie. Bisschen unheimlich, aber schön. Ich mal, wenn Patty das sagt. Gehen wir da rein? Oh, oh, die sind so knuffelig. Aber die wollen nicht streicheln, oder? Esel sind überall. Oh mein Gott! Also, es. Nee, da vorne ist auch noch was, habe ich ja eben gesagt. Mir hört ja keiner zu hier. Da, Restaurant und Bar. Da gibt es nur Eis. Also gehen wir jetzt noch ein bisschen weiter und gucken uns auf die Stadt an. Das ist echt heiß. Und dann können wir in einer Viertelstunde dazu diesen Sallys oder so. Oder Patty? Ich weiß gerade nicht mehr genau. Hingehen und. Da kriegen wir dann einen Tisch. Oh, hier ist es schon kühl. Die Esel sind los. Oh, oh mein Gott. Yikes. Oh mein Gott. Da hinten spielt jemand Route 66 auf der Gitarre. Da ist ein Baby-Esel. Girls, come on, come here. No, I'm not, thanks. Yeah, no, thank you. Okay. Yep. It's alright. If you play one song with us, you're in a band for life. Okay. You're never kicked out. This is the name of your band. That's false. Okay. You'll be eating, and I'm hungry. Sind wir Tanzverkäufer spielen? Thank you.
You send me the pictures right here. Pictures. Send me the photos and the video back to us, okay? Okay, I will. Das Essen ist endlich da, yay. Wir haben wirklich jetzt sehr lange gewartet, aber es ist halt auch so ein ganz kleiner Laden hier. Wir sind in Palm Springs. Am Eingang standen schon überall Palmen. Und wir gehen jetzt in den Pool. Es ist nämlich echt heiß. Und im Wohnmobil war es auch nach einer Zeit schon fast nicht mehr auszuhalten. Da freue ich mich jetzt darauf, schwimmen zu gehen. Wir sind vom Pool zurück, angezogen und so weiter. Und doch, du kannst mir ruhig auffüllen. Und Mama hat gerade netterweise davon Spaghetti gekocht. Ein wirklich großes Opfer, weil es richtig heiß im Wohnmobil ist. Jetzt gibt es Spaghetti. So, es ist jetzt schon wieder der nächste Tag. Ich weiß nicht, wer das hört, aber es sind Zikaden und die sind voll laut. Wir sind immer noch in Palm Springs und fahren gleich irgendwann weiter nach L.A. Und ich wollte mich eigentlich nur noch verabschieden, weil ich gestern mal wieder vergessen habe, ein Ende zu drehen. Also, das war's mit diesem Vlog. Bis morgen. Wahrscheinlich in L.A. Beziehungsweise ich starte jetzt ja gleich irgendwann den nächsten Vlog, wenn irgendwas Interessantes passiert. Also, bis in ein paar Minuten. Tschüss.